Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Meine Damen und Herren, in der letzten Folge wurde ich ja von Mercedes verpflichtet. Allerdings gab es da ein paar Probleme. Oh Gott! Der Bus kippt gleich um. Leute, oh nein! Glücklicherweise habe ich jetzt neuen Arbeitgeber. Ich habe nämlich einen Auftrag reinbekommen. Hier, von TUI. Es geht nämlich von Salzburg bis nach München. Wir müssen ein paar Urlauber irgendwie abholen. Die wollen aus Österreich hier schön wieder nach Deutschland. Die haben nämlich einen tollen Urlaub. Das ist übrigens eine neue Karre. Irgend so ein umgebauter Sprinter. Ja, TUI Reisesender, jetzt starte mal den Laden. Ich habe hier auch so ein ganz feines Getränk. Guck dir das mal an. Richtig fancy. Auch das Glas. Ey, das ist Apfel mit Ananas und Minze. Ja, wo ist ein Flaschi? Mann. Hey, das Ding sieht aber gut aus. Was denn? Guck dir das hier an. Das ist aber eine krasse Baustelle. Werkstatt hier. Baustelle. Aber dann gut. Guck mal, Salzburg, da sind die Berge wieder nicht weit entfernt. So, hier, ey. Gibt's TUI übrigens noch? Sind die nicht auch pleite gegangen? Ich weiß das gar nicht. Naja. Dann, oh, Handy mal zur Seite. So. Übrigens, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, zieht sie euch auf jeden Fall rein. Denn, ey, dieses Ding ist so krank. Was ist... Hallo? Ach, der Motor war noch gar nicht an. Ja, das ist natürlich schlecht. So. Dieser Wagen fährt nämlich bis zu, und ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, bis zu 155 Stundenkilometer schnell. Unser Bus, den wir normalerweise fahren, der schafft so um die 105, glaube ich. Er ist komplett krank. So, Vorsicht, TUI. Hat TUI eigentlich so ein, das ist übrigens kein Placement oder so, aber haben die so einen Werbespot? Also so ein, weißt du, sowas? Das Beste aus der Frucht. Granini Trinkgenuss. Mit denen hatte ich auch letztens eine Kooperation. Das ist jetzt auch hier nix, ne? Aber da habe ich auch so neue Säfte von denen getestet. War klasse. Auf meinem Instagram, ja. Ich habe nämlich auch Instagram. Könnt ihr mir sehr gerne folgen. So, ihr beiden Hübschen. Schön hier, ne? Oh, guck mal, wie braun die alle geworden sind. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, ich würde von dir aber auch noch gerne was anderes sehen. Oh Gott. Da ist plötzlich, erst ist ihr Körper und dann sind ihre Haare verschwunden. Hallo, bitte sehr. Hey. Ach, jetzt wäre ich fast in den falschen Bus eingestiegen. Ach Mensch, das tut mir aber leid. Mahlzeit. Ich glaube die... Sag mal, schon wieder eine, was ist denn los mit euch? Das ist ja die falsche Linie. Tut mir leid, Leute, die Ananas, die macht mich ganz aggressiv. Das ist auch richtig schön kalt. Hallo. Nach Brest. Wie nach Brest? Nee, falsch. Mahlzeit. Ist ja. Das gültig? Ja, ist gültig. Ja, Grüezi. Ja, Grüezi. Sag mal, oh, hallo, ne? Würzburg, nee, sorry. Menno. Würzburg, ja, Mahlzeit. Menno. Hier ist mein Danke. Sag mal, warum sind die alle blöd hier? Grüezi. Ja, Grüezi. Grüezi. So. Oh, hier ist aber auch ein bisschen mehr Abstand, Leute. Hier. Das ist hier, das ist nicht richtig, aber nur gut. Ist mir auch egal. So, guten Tag. Mein Name ist Paluden. Ich bin Mitarbeiter vom TUI Reisesender. Ich möchte mal ganz groß rauskommen. Deswegen abonnieren Sie bitte meinen YouTube-Kanal Paluden. Ich will es nach ganz oben schaffen. Bundeskanzler. Oder vielleicht auch weiterhin Gaming-YouTuber bleiben. So, wir fahren jetzt zurück nach Deutschland. Zurück in die Heimat. Auch wenn natürlich Österreich auch ein sehr schönes Land ist. Grüße gehen raus an meine österreichischen Zuschauer. Ich bin immer sehr gerne bei euch im Land. Da fahre ich sehr gerne Ski. Oh Gott! Nichts passiert. Warum soll man sich also anschnallen? Wie, was? Du, ganz ehrlich. Warte mal. Hier ist doch von euch keiner angeschnallt. Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Niemand. Muss auch mal wissen, wann man den Mund halten soll. Ja, Paluten, das wäre mal besser für dich. Sag mal, was ist das denn? Was ist das denn für eine Person? Sag mal, Leute. Hallo. Ich habe Termine. Nicht, dass die Grenze dicht macht. Mann. Leute, bitte. Jetzt komm. Ist mir alles egal. Verpiss dich! So ein Rowdy. Sag mal. Hallo. Ja, warte mal. Ich fahre einfach hier außen rum. Das ist sehr gut. Ich umfahre den Stau. Ja. Ihr bleibt da schön alle, ihr Schafe. Aber ich suche hier neue Wege. Perfekt, Alter. Ich bin so ein Fuchs. So, Kreisverkehr. Das sehe ich nicht ein. Ich bin so viel schneller. Könnten Sie vielleicht mit etwas mehr Gefühl fahren? Könnten Sie bitte mit etwas mehr Gefühl fahren? Könntest du vielleicht etwas weniger die Schnauze halten? Nee, etwas mehr die Schnauze. Ach, egal. Guckt euch das an. Hier ist ja überall Kreisverkehr. Oh, die österreichische Polizei mit dem... Oh Gott!
Darum soll man sich also sollte, mit denen sollte man sich nicht anlegen. So. Oh. Nichts passiert. Könnten Sie vielleicht mit etwas mehr Gefühl fahren? Sag, was habt ihr denn alle mit eurem Gefühl? Sag mal, weniger hier mehr. Wow. Warum hat hier eigentlich noch nie jemand gesungen? Oh, wir lieben unseren Busfahrer. Ein Hoch ist das ja. Ein Hoch auf unser Fahrer. Sommer! Ein Hoch auf unser Busfahrer. Ein Hoch auf Palette. Jetzt ab auf die Autobahn. Da ist ja auch mal ein bisschen mehr Platz für uns. Hier drinnen wachsen schon Eiszapfen. Ja, weil mein Getränk so gekühlt ist. Ich schmeck die Minzi-Minz. Und auch die Ananas. Komm, wir müssen hier aber nochmal 120. Ich will jetzt hier nur 140 sehen. Weil ich glaube, wir haben jetzt ein relativ langes Stück, wo wir gerade... Wir haben diesen Film mit Keanu Reeves und Sandra Bullock auch zu oft gesehen. Ja, ich guck dir auch gleich mal eine mit Sandra Bullock. Die fand ich früher auch immer echt nette Dame. Oh, 142, 43, Alter. 145, wir fahren jetzt bergauf. Jetzt guck mal, die Leute machen Platz, die haben Respekt. Also so hier eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ja, oh Gott, wir wurden geschnitten. Vorsicht, Oma. So, gut. Könnte sein, dass Oma hat es nicht geschafft. Es tut mir leid. Toll, jetzt bin ich wieder langsam. Ein Hoch auf unser Busfahrer. Er ist der Tollste, den ich je gesehen habe. Der Typ fährt so toll wie Michael Schumacher und Lewis Hamilton zusammen. Ein Hoch auf unser Busfahrer. Ich bin übrigens nüchtern. Hier ist nichts drin. Nicht, dass ihr denkt, hier wäre Löder drin. Nee. So, jetzt kommen wir endlich mal wieder. Hast du eilig? Ja, ich hab's eilig. Ach, guck mal. Leute auf der Autobahn machen das, die fahren manchmal so, dass die immer so nach links blinken, um zu signalisieren, verpisst euch. Und dann auch irgendwie Lichthupe geben. Ah, Kurven sind mit dem Ding immer ganz problematisch. Wir müssen hier wirklich mit ein bisschen... Ja, jetzt fahr doch mal. Vorsichtig. Oh nee, hier mein Arsch, der fährt so... Ein Hoch auf unser Busfahrer. Ich sehe schon alles doppelt. Nein, Leute, don't drink and drive. Das ist echt nicht cool. Ich weiß eigentlich, wie ist das denn, wenn man... Also, das ist wirklich eine Sache, die finde ich absolut unverantwortlich. Deswegen habe ich mich damit auch nicht so wirklich beschäftigt, weil es für mich nicht in Frage kommt. Aber sagen wir mal, du wirst jetzt angehalten und du hast plötzlich 1,5 Promille. Das bedeutet, du hast dir ordentlich Bier hinter die Nase gekippt oder sonst was. Also ein bisschen Alkohol. Kommst du dann direkt in den Knast? Also bin ich dann direkt vorbestraft, wenn ich das mache? Weil ich meine, es ist ja schon... Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Weil ich meine, du bringst ja nicht nur dich in große Gefahr, sondern auch andere, wenn du besoffen fährst. Weil die Reaktionszeiten sind ja auch ganz anders. Falls das jemand weiß, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ey, da vorne, Flixbus. So, werden guck wir mal. Von der Polizei verfolgt? Werden wir? Ich hoffe nicht. Guck mal hier. Was, Flixbus, Alter? Hier, du langsame Krücke. Schon sieht man sie nicht mehr im Rückspiegel. Ey, wir sind echt richtig schnell. 147, 150, 51, 52. Oh Gott, jetzt ruckelt es hier gleich. 53. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Oh, mal Ruhe. Ich dachte, wir hätten mich verloren. 156 Stundenkilometer. Als ob. Krass. Ah, jetzt mit ganz viel Gefühl fahren. Weil sonst landen wir echt in der Leitplanke. Als ob, wie krass. 158 Stundenkilometer. 59. Okay. Oh, Baustelle oder was? Mann, scheiß Baustelle. Oh Gott, vorsichtig. Oh, scheiße. Egal, da gehen wir durch. Oh Gott, in der Baustelle geblitzt worden. Alter, jetzt bin ich... Oh Gott. Jetzt bin ich meinen Führerschein echt los. Wie viel ist denn hier? 60 Stundenkilometer. Okay, kurze Frage. Ich wurde mit circa 160 Stundenkilometer... Sagen wir es so. Ich wurde mit 100 Stundenkilometer zu schnell in einer Baustelle geblitzt. Was erwartet mich? Komme ich da auch in den Knast? Muss ich sofort meinen Führerschein abgeben? Bestimmt, oder? Ach, scheiße, Mann. Na toll. Jetzt ist alles zu spät. Und wisst ihr, mit wem das nicht passiert wäre? Mit Flaschi. Wenn Flaschi jetzt hier wäre. Hier ist so viel Zucker drin, das macht mich ganz kribbelig wahrscheinlich. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren.
Ah, da vorne der Münchner Fernsehturm. Hat München Fernsehturm? Nee, oder? Ah, scheiße, ich bin vorbeigefahren. Ah, Mist, ich hätte hier rechts gemusst. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ja, hier. Hier komme ich rüber. Zack! Was für ein Seegang ist das? Nee, ich mache das anders. Ich drehe da vorne. Mich hat auch letztens jemand kritisiert, weil ich nicht wusste, dass München den Zirkus Krone oder so hat. Aber ich gehe auch nicht mehr in den Zirkus. Also ich fand das noch nie so wirklich interessant. Über den Wolken, ei, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ah, da sind wir endlich in München. Guckt euch das an. Ein Träumchen. Ach. Hast du den Blitzer gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen, Oma. Ansonsten wäre ich doch da auch nicht reingefahren. Ich dachte, Omas sind nett. Ei, ho, hoch auf unseren Busfahrer. Oh Gott. Nichts passiert. Ei, ho, unser Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ja, da sind wir doch. Da geht's jetzt hier die Ziellinie. Das ist hier kein Tiefkühler. Ein. Wir sind schon da? Hoch auf unser Busfahrer, jawohl. Dann mache ich auf hier. Und dann wünsche ich euch allen noch einen super Tag. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich bin komplett. Jetzt kann ich das endlich machen. Jawohl, fortsetzen. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Fernbus-Simulator. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt, es euch gefallen hat. Wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch die neueste Folge vom Podcast. Und dann bin ich alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.